Hallo, ich bin Thomas Wettusko-Weisel von CoreLogic. Die Pandemie hat uns alle kalt erwischt. Sie stellt uns vor neue Herausforderungen und verlangt auch nach neuen Lösungen. Videotelefonie und Kundenbetreuung aus der Ferne sind nicht mehr wegzudenken. Wir bei CoreLogic sind ein globaler SaaS-Dienstleister mit deutschem Sitz in Kornwestheim bei Stuttgart. Vielleicht kennen Sie uns auch noch unter dem Namen Symbility. Seit 2018 gehört Symbility alle CoreLogic-Familie. Als Teil von CoreLogic bieten wir eine Vielzahl von Technologielösungen für Versicherer, Schadendienstleister, Banken und andere Finanzdienstleister, auch im deutschsprachigen Raum. Bei CoreLogic dreht sich alles um den Kauf, den Verkauf und eben den Schutz von Wohn- und Gebäudeeigentum. Für diesen letzten Aspekt, also den Schutz von Wohn- und Gebäudeeigentum, bieten wir umfangreiche Lösungen für ein integriertes Schadenmanagement, um Schadenfälle rund ums Haus für alle Beteiligten schneller und effektiver abzuwickeln. Auf unserer Schadenmanagement-Plattform wurden alleine in Deutschland im Jahr 2020 rund 70.000 Schäden verarbeitet, weltweit sogar fast 1 Million. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ursprünglich aus der Versicherungsbranche. Daher wissen wir ziemlich genau, wie wir Versicherern, aber auch den Dienstleistern aus der weiteren Wertschöpfungskette, also Regulierern, Sanierern, aber auch Handwerkern, helfen können, ihren Kunden besser zu helfen. Das schlägt sich dann zum Beispiel in der Produktentwicklung nieder, bei der wir unsere Versicherungsexperten ganz aktiv mit einbinden können. Heute möchte ich Ihnen unsere Schadenmanagement-Plattform etwas näher vorstellen. Im Zentrum stehen dabei für mich drei Dinge. Sie bringt Parteien zusammen, sie sorgt für Transparenz für alle Beteiligten und sie bringt damit auch neue Erkenntnisse, die damit wiederum den Schadenmanagementprozess optimieren helfen können. Stellen Sie sich also vor, Sie haben eine einzige Plattform, über die alle Beteiligten miteinander kommunizieren können, aber auch Einblicke haben in den Fortgang des Schadens. Das umfasst also den Versicherten, den Sachbearbeiter, aber eben auch die Dienstleister von intern und extern. Auf unserer Plattform sind also Kommunikation, aber eben auch die Datenverarbeitung zentralisiert. Dadurch entstehen für alle Beteiligten strukturierte Daten. Und mit diesen strukturierten Daten können natürlich qualitativ wertvollere Analysen gefahren werden, die damit wieder zu neuen Erkenntnissen für die Optimierung des Schadenmanagements führen können. Außerdem sind wichtige Schadenprozesse automatisiert. Das spart dann natürlich Bearbeitungszeit und vermeidet Fehler. Viele unserer Kunden erreichen dadurch eine beschleunigte Bearbeitungszeit um bis zu 30% pro Schadenfall, wohlgemerkt. Ein weiterer Vorteil unserer Plattform ist, die Schadenaufnahme selbst natürlich auch digital vorgenommen werden kann. Das bedeutet, der Kunde selbst, der Versicherte, kann seinen Schaden per Foto oder Video dokumentieren. Es wird auch aus der Ferne über Videotelefonie mit unterstützt und direkt auf die Plattform laden, in dem die jeweilige Schadenakte. Somit können auch alle Beteiligten jeweils auf dem aktuellsten Stand über den Schaden sein. Und die Beteiligten können sich auch über Mängel an der bisherigen Kommunikation austauschen. Sie können Klarheit schaffen über Fragen, die noch offen waren aus der Schadenmeldung selbst oder den ersten Besuchen eines Schadenorts durch den Regulierer oder Sanierer. All diese Prozesse und Anwendungen können natürlich auch von mobilen Endgeräten, das heißt also von Smartphones oder Laptops aus oder auch Tablets, ausgeführt werden. Dadurch lassen sich Vor-Ort-Besuche zur Schadenaufnahme reduzieren, bis auf null, wenn gewünscht, jedenfalls aber auch effektiver gestalten.
gerade in Zeiten von Pandemie und Lockdown ist es eine Funktion, die viele unserer Kunden und natürlich auch ihre Kunden, also die Versicherten, zu schätzen wissen. Über ein Self-Service-Portal kann der Versicherte auch in Echtzeit mitverfolgen, welche nächsten Termine für ihn anstehen, wie die bisherigen Bearbeitungen abgelaufen sind, welche Informationen vielleicht noch ausstehen, nachzuliefern sind oder welche Fragen entstanden sind. Und direkt darüber auch mit den Bearbeitern kommunizieren. Das spart Anrufe, E-Mails, jedenfalls Kapazitäten in Ihrem Callcenter und natürlich auch Nerven beim Versicherten selbst, was sich unmittelbar in erhöhter Kundenzufriedenheit widerspiegeln wird, die wiederum aus dieser Plattform heraus messbar wird. Eine weitere Stärke unserer Software liegt auch darin, dass sie Versicherten eine automatisierte, intelligente Kalkulation der Schadenhöhe ermöglicht. Ganz egal, ob Sie den Schadenfall vor Ort oder vom Schreibtisch aus bearbeiten und abwickeln. Das spart wiederum nicht nur Zeit, sondern beugt eben auch weiteren manuellen Fehlern vor. Unsere Software ist dabei in der Cloud, also eine SaaS-basierte Lösung, und wir haben ein lokales Datencenter hier in Deutschland. Unser technisches Support-Team sitzt in Kornwestheim und bietet von dort aus Support und Kundenbetreuung. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, kommen Sie gerne hier direkt auf mich zu, ob per Message oder gleich im Nachgang im Virtual Café. Danke und noch viel Spaß!